Hallo und herzlich willkommen auf Nirelda.de. Schauen wir uns heute an, was die sogenannten Stammfunktionen sind. Nun, dazu müsst ihr auf jeden Fall Kenntnisse im Bereich der Ableitung haben. Das heißt, unsere Frage ist, wir haben zum Beispiel eine Funktion x, f von x gleich x, und wir wollen wissen, was abgeleitet ergibt gerade x. Also genau das Gegenteil der Ableitung. Früher hatten wir eine Funktion und leiten sie ab und haben dann die Ableitungsfunktion bekommen. Jetzt versuchen wir das Gegenteil. Wir versuchen das quasi aufzuleiten. Nun zu überlegen, x, was muss man da abgeleitet haben? Ja, wir wissen x², weil dann wird der Exponent 1 weniger, dann hätten wir x noch 1. Das heißt, es muss auf jeden Fall x² vorkommen. Nun, aber wenn ich x² ableite, dann kommt ja 2x hin. Das heißt, x² abgeleitet ist 2x. Das heißt, ich weiß, die 2 muss weg. Wie mache ich das? Indem ich dann einfach einen Vorfaktor nehme, der gerade die 2 eliminiert. Das wäre 1/2. 1/2 x² abgeleitet, die 2 kommt nach vorne. 2/2 ist 1, 2/2 x, also x. Genau, das ist dann also quasi die Stammfunktion oder umgangssprachlich gesprochen die Aufleitung der Funktion x. Das heißt, man schreibt dann f von x gleich x und dann die Stammfunktion schreibt man mit groß x ist 1/2 x². Die sogenannte Stammfunktion. Nun, das ist allerdings nicht die einzige Stammfunktion, die es gibt. Wenn wir zum Beispiel betrachten die Funktion 1/2 x² plus 5 zum Beispiel, wenn man die ableitet, 1/2 x² abgeleitet ist x und 5 abgeleitet, das ist 0. Das heißt, wir sehen, eine Konstante addiert zu dieser eigentlichen Stammfunktion bleibt immer die gleiche Ableitung. Das heißt, das ist nicht vollständig, es gibt nämlich unendlich viele Stammfunktionen, nämlich gerade 1/2 x plus eine Konstante c. Diese Konstante c kann eine beliebige reelle Zahl sein, weil die fällt beim Ableiten ja sowieso weg. Man kann sich das auch so vorstellen, eine Funktion, wenn es die Funktion ist, die man ableiten möchte, oder die Funktion um die Konstante c, vielleicht um 1 oder 2 nach oben verschoben, nun, die beiden Funktionen haben genau die gleiche Ableitung, obwohl sie nicht aufeinander liegen. Das heißt, die Konstante ist immer egal. Das heißt, man kann, ab und zu gibt es auch Aufgaben, wo es dann heißt, man muss die Konstante herausfinden. Aber das ist ein anderer Punkt. Wir wissen jetzt zum Beispiel, 1/2 x² abgeleitet ist x, also ist x aufgeleitet 1/2 x². Nun gibt es noch andere Funktionen, die wir untersuchen können. Zum Beispiel, was ergibt abgeleitet x². Nun, wir wissen, der Exponent muss 1 höher sein, x hoch 3. Und nun, wenn wir x hoch 3 ableiten, hätten wir 3x², das heißt, wir müssen die 3 eliminieren mit 1 Drittel. Und jetzt sieht man schon die Regel, aus x wird 1/2 x², aus x² wird 1 Drittel x hoch 3. Dann wird zum Beispiel aus x hoch 5, würde dann hier x hoch 6 und 1 Sechstel. Das heißt, man kann sagen, der Exponent erhöht sich um 1 beim Aufleiten und man nimmt dann gerade 1 durch den neuen Exponenten. Das heißt, die Formel ist, wenn f von x gleich x hoch n, dann gilt groß f von x, die Stammfunktion, 1 durch n plus 1 mal x hoch n plus 1. Das heißt, man erhöht den Exponenten um 1 und schreibt 1 durch den neuen Exponenten davor. Das ist die allgemeine Regel für Polynome bei der Stammfunktion. Nun gibt es noch andere Funktionen, die man untersuchen könnte. Also wir wissen jetzt, x aufgeleitet ist 1/2 x² plus c, das schreibe ich jetzt nicht mehr hin, oder x hoch n allgemein wäre dann 1 durch n plus 1 x hoch n plus 1, weil man hier aufpassen muss, 1 durch n plus 1, das darf natürlich im Nenner nicht 0 werden, das heißt, n darf nicht minus 1 sein. Das heißt, n dürfen alle reellen Zahlen sein, außer der minus 1. Weitere Funktionen, die man natürlich dann so untersuchen könnte, ist zum Beispiel Sinus x. Was ergibt abgeleitet Sinus x? Nun, wir wissen, Sinus gibt abgeleitet Cosinus. Also müssen wir minus Cosinus nehmen. Weil minus Cosinus abgeleitet ist ja minus Sinus, also muss hier das Vorzeichen geändert werden. Beim Cosinus, da ist es wiederum einfacher. Sinus abgeleitet ist Cosinus, das wissen wir. Also ist die Stammfunktion von Cosinus x Sinus x.
Wir können auch weitere Funktionen untersuchen. Wir haben hier zum Beispiel die minus 1 rausgenommen für x hoch minus 1, also 1 durch x, was ja x hoch minus 1 ist. Da haben wir einen Sonderfall, da kann man das nicht mehr nach dieser Regel machen. Da kommt der ln, Logarithmus naturalis von x raus. Anderes Beispiel, die e-Funktion. Wir wissen, die e-Funktion, abgeleitet bleibt die e-Funktion. Das heißt natürlich, dass es umgekehrt genauso ist. Jetzt haben wir zum Beispiel noch andere Beispiele wie e hoch 2x. Nun, wir wissen, e hoch 2x abgeleitet wäre, dann hätte 2 e hoch 2x, das heißt, wir müssen 2 eliminieren mit 1/2. 1/2 e hoch 2x. Das sind einige Beispiele. Jetzt kann man sich natürlich auch überlegen, was ist, wenn man eine ganz normale Zahl hat, eine Konstante, wie zum Beispiel 1 oder 5. Nun, was muss man ableiten, wenn man 5 bekommt? Ja, das ist dementsprechend 5x. Also kann man generell sagen, immer wenn man eine Konstante hat, deren Standfunktion ist immer die Konstante mal x. Schaut doch mal auf der Homepage vorbei. Dankeschön.